Moin Leute, Mulzi hier. Im heutigen Video habe ich mal etwas anderes für euch am Start. Und zwar reagiere bzw. beobachte ich heute Silberspieler. Außerdem möchte ich diese so ein bisschen coachen bzw. sagen, was sie hätten in verschiedenen Situationen besser machen können. Und das soll einfach eine Art Tipps- und Tricks-Video sein, denn ich denke, das Ganze könnte für Spieler, die auch noch nicht so wirklich gut in Apex sind, beziehungsweise noch relativ Anfänger in Apex sind, ein wenig weiterhelfen. Denn ich denke, dass sie sich bei vielen der Fehler, die diese Spieler hier heute machen werden, auch selbst wiedersehen. Außerdem habt ihr euch ja immer so Gameplay-Tipps gewünscht, also dass ich so Tipps gebe zu gewissen Situationen, und das kann ich eben am besten machen, indem ich irgendwelche Gameplays habe, in dem diese Fehler gemacht werden. Ansonsten ist es immer ein bisschen schwierig, dazu direkt Tipps und Tricks zu geben. Aus diesem Grund könnte dieses Format hier vielleicht mal ganz interessant sein. Wir machen das heute, wie gesagt, mit Silberspielern, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das Ganze mit anderen Rängen auch interessant, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter wäre, also wenn wir vielleicht auf Goldspieler oder Platinspieler reagieren würden. Wenn euch dieses Konzept aber jetzt vom Prinzip her schon mal gefällt, dann lasst auf jeden Fall jetzt schon meine Bewertung da und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, auf welchen Rang ich als nächstes reagieren bzw. welchen Rang ich als nächstes coachen soll. Wenn euch das Ganze gefällt, dann werde ich sicherlich auch noch einen zweiten Teil machen, also dann eben mit einem anderen Rang. Aber gut, nun würde ich sagen, habe ich genug geschnackt, also gehen wir direkt rein ins erste Game. Viel Spaß damit. So, hier haben wir dann wohl unser erstes Kandidatenteam. Ich würde sagen, wir entscheiden uns bei jedem Team immer für einen Spieler. So können wir das Gameplay halt deutlich besser sehen und jeden einzelnen Schritt dieses Spielers analysieren, beziehungsweise auch schauen, was hätte er besser machen können, beziehungsweise was hätte er vielleicht nicht machen sollen und was hätte er dafür machen sollen. Also ich würde sagen, bei dem Team ist die Horizon sicherlich noch, ich sag jetzt mal, relativ Anfänger. Und deswegen schauen wir ihr hier zu. Und ja, schauen wir mal, was der Kollege hier so macht. Hat auf jeden Fall eine Kar. Seine Zweitwaffe würde mich mal noch interessieren. Aber werden wir sicherlich bald sehen. Ja, die Granaten, die sind halt auf jeden Fall komplett unnötig eigentlich. Ich meine, gut, er könnte damit vielleicht was treffen. Aber wenn das seine einzigen Granaten waren, die er da beide gerade geworfen hat, dann ist das schon sehr verschwendet. Zumal er Horizon ist und immer Granaten für seine Ulti dabei haben sollte. Ah, R99 und K. Gut, vielleicht liegt es daran, dass er erst angefangen hat. Dass die Runde erst angefangen hat. Hier aber ein schöner Laser auf jeden Fall. Jedenfalls würde ich diese Waffenkombi im späteren Verlauf nicht empfehlen auf jeden Fall. Finde ich hier eigentlich auch nichts verkehrt dran. Ja, hier ein bisschen am Struggle mit dem Aim, aber bisher gibt es eigentlich keine Einwände. Macht er eigentlich gut. Jetzt sollte er sich auf jeden Fall direkt schon mal heilen. Man weiß nie, vor allem in Ranked und auch bei diesem Spot, ob da nicht direkt eine Third Party kommt. Aber ja, das war es soweit auch schon mit dem Team. Eigentlich hat er sich ziemlich... Ach nee, da ist er noch. Ich dachte, der Teammate hätte geholt. Gut, eigentlich ziemlich solide. Wie gesagt, zwischendurch wäre das Heilen auf jeden Fall angebrachter gewesen, denn da so komplett ohne Schild offen, auf offener Fläche rumzulaufen, ist natürlich nie so cool. Vor allem bei diesem Spot weiß man halt auch nie so genau, ob da jetzt nicht noch ein neues Team reinkommt. Aber so schlecht ist der Kandidat hier anscheinend gar nicht. 5 Kills. Also der scheint eigentlich echt gar nicht mehr so schlecht zu sein. Ob das Level echt ist, ist eine gute Frage. Vielleicht ist es auch ein Smurf. Man weiß es natürlich nie, ne? Aber der Kollege kommt mir schon relativ gut hier vor. Also auf jeden Fall nicht wie ein gewöhnlicher Silberspieler. So viel ist auf jeden Fall klar. Aber wie gesagt, also um nochmal zur Waffenkombi zu kommen. Wenn er jetzt wirklich so bleibt. Ich dachte erst, er spielt nur R99 und K, weil die Runde erst angefangen hat und er vielleicht nichts Besseres gefunden hat. Aber er spielt immer noch R99 und K, wenn ich da jetzt nicht irgendwie was verpasst habe. Und das ist für Ranked auf jeden Fall keine gute Waffenkombi, das steht fest. Denn vor allem für Ranked sollte man auf jeden Fall was dabei haben, was auch auf mittlere Distanz oder eben etwas höhere Distanz gut ist. Und nicht zwei Nahkampfwaffen, das ist auf jeden Fall nicht so wirklich vom Vorteil. Haben wir uns vielleicht jetzt nicht den allerbesten Kandidaten der drei ausgesucht.
Also ich denke mal, die Horizon ist schon vielleicht sogar die beste aus dem Team. Auch wenn das Level halt gar nicht dafür gesprochen hat. Also ich denke mal, dass die Horizon Smurf sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich Level 100 ist. Ja, in solchen Kämpfen hat die Horizon jetzt halt Nachteil. Da hinten, die Gegner, wo die Gegner da hinten mit der Sniper eben rumgesessen haben, oder immer noch sitzen, da am Rande der Zone, da kann sie halt nichts gegen machen mit ihrer 91 und der K. Ich meine, gut, es gibt Leute, die können mit der 91 wunderbar spielen und können die Waffe auch perfekt kontrollieren. Aber auch auf so einer Distanz wird es dann irgendwann zu viel. Und wenn die Horizon hier wirklich Level 100 ist, dann wird sie die 91 sicherlich noch nicht ganz so gut beherrschen können. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich auch wieder ganz solide. Bisschen verämt, aber ja. So, da sind schon die nächsten Gegner. Aber scheint gerade raus zu porteln. Aha. Ist jetzt die Frage. Ja, durchs Portal auf jeden Fall nicht gehen, das ist klar. Das wäre natürlich ein sichere Tod für sie. Ja, das war jetzt tatsächlich nicht so. Die Ulti okay. Kann man machen. Aber auf jeden Fall war der Push da hoch überhaupt nicht gut. Aber ich denke mal, das ist selbsterklärend. Die Mates waren noch viel zu weit hinten. Der Revenant hätte theoretisch seinen Totem machen können und dann werden sie reingepusht. Ich weiß auch nicht, ob der Revenant überhaupt einen Totem hat, weil der hat das noch nicht einmal eingesetzt. Jedenfalls allgemein da zu fighten ist extrem riskant, weil das Team von der Wave ja gerade rausgeportet ist und das ist jetzt quasi genau hinter den Kollegen hier. Und da zu fighten ist quasi eigentlich auch fast der sichere Tod. Wenn die Gegner von hinten im richtigen Zeitpunkt kommen, dann ist das der sichere Tod für die Jungs hier. Und die Ulti da auf dem Dach zu werfen war okay, aber es hat vielleicht dafür gesorgt, dass die Gegner nicht hinterhergesprungen sind. Aber naja, es war halt trotzdem so, dass sie dadurch noch langsamer war. Also sie wurde dadurch verlangsamt, konnte nicht mal ganz schnell runtersliden, was sie sonst hätte tun können vom Dach. Also sie hatte auf jeden Fall eine Menge Glück, dass sie das überlebt hat. Trotz dessen, dass sie die Ulti benutzt hat. Also da kann man sagen, das war mehr Glück als Verstand auf jeden Fall. Oh, komplett überfordert hier. Ja, das ist sehr riskant eigentlich, jetzt da hinterher zu sippen. Gut, die Bangalore war low, aber da hinten müsste eigentlich irgendwo noch der Pathfinder sein. Und der Pathfinder hätte auch noch einen Mate haben können. Manchmal machen die Spieler zwar auch Sachen, die vielleicht eigentlich nicht so gut gewesen wären, aber sie gehen sich halt trotzdem aus und am Ende, ja, geht sich trotzdem gut aus. Heißt ja nicht immer nur, weil man was schlecht macht, dass das auch bestraft wird. Ein Team noch. Ich denke mal, die Jungs könnten das ja eigentlich holen. Die sind eigentlich ganz gut dabei. Jetzt natürlich, also ich habe da einen Kraber-Schuss gehört. Das ist natürlich sehr riskant, da jetzt an der Box stehen zu bleiben. Aber er hat einen lila Helm, also ist es. Er ist immerhin nicht One-Shot. Aber es ist trotzdem sehr riskant, da zu peaken noch. Trotz, dass er eine Kraber hat. Ich würde auf jeden Fall immer darauf achten, wenn ich so peaken würde, obwohl der Gegner eine Kraber hat, dass ich immer Full Life bin. Das ist das einfach zu riskant. Ja, hier, guter Move. Mirage hat auf jeden Fall die bessere Wiederbelebung. Seiner Unsichtbarkeit. Und dass er da das Knockdown-Schild hingibt.
Und jetzt zu peaken ist natürlich extrem riskant. Jetzt würde ein normaler Hit reichen und er wäre down. Und dann hätte das Team von ihm hier wahrscheinlich das Spiel verloren. Vielleicht nicht, vielleicht hätten sie irgendwie noch wesen können, aber... Ah, der Mirage natürlich ganz blöd, dass er da rechts komplett alleine vorgeht. Er hatte zwar einen Down, aber das ist auf jeden Fall nicht ein Grund, um alleine auf über die rechte Seite, wo kein Teammate in der Nähe ist, pushen. Ich denke, jetzt sind auch alle wieder auf Full Life hier. Auch ein sehr riskanter Push, da so reinzulaufen. Aber es ist halt Silber, ja, da wird noch viel verziehen. Da kann man mal Fehler machen und die bringen einen nicht gleich um. Trotzdem gut gespielt hier. Gutes Game. Ja. Ein paar Fehlerchen waren auf jeden Fall dabei. Aber am Ende gewonnen. Und das ist natürlich nice. Also würde ich sagen, suchen wir uns den nächsten Kandidaten. Wie gesagt, am besten finden wir jetzt mal einen Kandidaten, der auch wirklich zu dem Rang passt. Bei Silber wird es schwierig, weil ich glaube, die wenigsten sind stuck in Silber. Aber ein paar Leute gibt es da immer. Also ich denke mal, wir werden schon wen finden. Auch wenn es ein bisschen dauert. Okay, hier haben wir unser nächstes Team erwischt. Also er ist definitiv zu gut. Er definitiv auch und ich denke, ihm könnte man mal zuschauen. Er ist in der Runde auch ziemlich, ja, wie sagt man so schön, dabei. Er hat gerade mal 180 Damage. Die Mates haben da schon ein bisschen mehr gemacht. Wir schauen ihm einfach mal zu hier, würde ich sagen. Zum Newcastle, so ein bisschen die ja, Supporter-Rolle. Da kann man auf jeden Fall auch so einiges falsch machen. Ah, da geht es direkt schon zur Sache. Ist die Frage, ob wir jetzt hier viel Gameplay sehen von dem Kollegen. Waffentechnisch, Peacekeeper und Nemesis. Ja, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Die Peacekeeper für Nahkampf, die Nemesis für mittlere Distanz und Nahkampf. Ja, da kann man echt gar nichts sagen. Eigentlich eine gute Kombi. Wenn man natürlich Peacekeeper gut spielen kann. Das ist natürlich vorausgesetzt. Aber man sollte den dann schon bedingungslos beherrschen. Ja. Ah. Ja, da hätte er natürlich mehr mit Deckung spielen müssen, ne? Zum Beispiel da unten rechts die Tür. Vor allem, wer eine PK hat. Das schön mit Deckung spielen können. Gucken wir so lange einfach mal den Path zu. Ist nur die Frage, ob das überhaupt irgendeinen Sinn hat. Weil ich denke, die bei anderen beiden Kollegen sind eh zu gut. Also für den Rang auf jeden Fall. Okay, der Path verändert sich durch. Okay, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Okay, die Vike hat es zwar gemacht, aber der Pathfinder hätte definitiv nicht durchziehen sollen, weil die Vike hätte natürlich auch verkacken können. Sterben. Ja, und dann hätten sie den Salat gehabt. Ja, als Supporter sollte natürlich auch gucken, dass er immer, also nicht extrem weit hinten, nicht so weit wie jetzt bleiben soll, sondern dass er einfach immer hinter den Teammates steht quasi. Okay, hier hat er jetzt ein komplettes Brett gekriegt. Das kam ziemlich unerwartet. Aber als Newcastle ist natürlich jetzt Worst Case. Er hatte jetzt zwei Fights, er und sein Team. Und beides Mal war er als erstes down. Das ist natürlich gar nicht cool. Also das ist wirklich das Schlechteste, was passieren kann, wenn du Supporter spielst. Wenn sowas öfter passiert oder immer, dann sollte er definitiv keine Supporter-Legende spielen. Aber ich glaube auf jeden Fall, nach den zwei Fights, die ich jetzt gesehen habe, die wir jetzt gesehen haben, sollte er keine Peacekeeper spielen. Kann vielleicht ein bisschen vorher nicht gesagt sein, aber die Peacekeeper ist, wie gesagt, eine Waffe, die muss gekonnt sein. Die muss man einfach spielen können. Wenn man damit natürlich nicht so gut spielen kann, nicht so gut aimen kann, wenn man überhaupt trifft, nur 8 Damage oder 30 Damage maximal macht, dann macht es natürlich absolut gar keinen Sinn, mit der Peacekeeper zu spielen. Dann lieber eine Waffe spielen, die viel einfacher zu spielen ist, wie zum Beispiel eine Void oder eine Flatline.
halt auch was für Nahkampf. Wenn er Nemesis spielt, dann sollte seine Zweitwaffe definitiv eine Nahkampfwaffe sein. Er könnte auch eine RN90 spielen oder eine K oder eine Prowler, aber ich denke mal, die ganzen Waffen wären dann wieder ein bisschen zu schwer für ihn. Würde ich jetzt mal gewagt ausdrücken. Anhand dessen, dass er mit der Peacekeeper halt auch schon ein bisschen überfordert ist. Ja, der Pelf ist dann natürlich viel zu weit vorgegangen. Der Newcastle ganz schön da hinter das Auto gestellt, das war echt gut. Genau so muss das sein. Okay, die Ulti halt. Ja, gut, kann man machen. Hätte aber auch gereicht, wenn er einfach nur so gewestet hätte. Aber ja, es gibt natürlich für jetzt auch noch ein bisschen Deckung, ne? Also ist nicht zwingend falsch. Ja. Das ist halt jetzt zu spät. Der Pelf gibt ihm jetzt das goldene Knockdown-Schild, wenn aber schon alles zu spät ist. Aber, ah, schade. Das ist natürlich. Das war jetzt natürlich bitter. Das war jetzt natürlich bitter. Bis da der Third Party kam. Da konnten alle leider nichts machen. Wobei der Newcastle da sogar am besten von allen drei aus dem Team gespielt hat. Aber man muss auch sagen, bei der Position, wo die da gerade waren, da bin ich vorher gar nicht drauf eingegangen. Ist mir nicht eingefallen. Aber da hätten sie auf keinen Fall fighten dürfen. Allgemein in Ranked, wenn noch drei Squads leben und die Zone schon sehr klein ist, wie jetzt halt, dann einfach nicht fighten. Erst fighten, wenn die anderen beiden Teams fighten. Und dann ganz entspannt mitmachen und die Kills, ich sag, abstauben. Und sich ganz locker den Win holen. Sonst ist die Gefahr fürs Third Party natürlich viel zu hoch. Und so hat das Team jetzt natürlich gewonnen. Also, was lernen wir daraus? Niemals fighten, wenn noch drei Squads leben. Beziehungsweise erst, wenn die beiden Squads fighten. Aber ja, war auf jeden Fall schon ein etwas interessanterer Kandidat. Aber ich denke mal, ja, einen Kandidaten schauen wir uns hier heute auf jeden Fall noch an. Der Newcastle war schon gut. Da gab es schon einige Sachen, die er hätte besser machen können. Und vielleicht finden wir auch nochmal jemanden mit einer komplett anderen Legende, wie zum Beispiel hier einer offensiveren Legende oder mit einer Defensivlegende zum Beispiel. Das wäre auch mal ganz interessant, dass man so vielleicht nicht aus jeder Klasse, aber aus möglichst vielen verschiedenen Klassen Kandidaten haben. Okay, hier haben wir unseren nächsten Kandidaten und das sieht ja mal sehr interessant aus. Eigentlich wollten wir Silberspielern zugucken. Seine Teammates sind auch Silberspieler, aber er selber ist nicht mal Bronze, er ist Wookie 4, glaube ich. Ich glaube, das müsste das Symbol für Wookie 4 sein. Ja, er muss auch Wookie 4 sein, weil er gerade mal Level 20 ist. Heißt, er spielt das erste Mal Ranked. Das allererste Mal, dass er Ranked spielt. Wie es aussieht. Das ist natürlich interessant. Weil da kann man auf jeden Fall direkt schon mal sagen zu der Waffenkombi, dass sie überhaupt nicht gut ist. Das steht fest. Ich meine, okay, Charge Rifle kann man zwar schon spielen. Allgemein Sniper kann man natürlich spielen und Ranked. Klar. Aber er sollte dann nicht eine 301 als Zweitwaffe spielen. Eine 301 ist so ein guter Allrounder für mittlere und auch nahe Distanz, aber sie ist halt nicht so sonderlich zuverlässig auf nahe Distanz. Das ist halt das Problem. Aus dem Grund, wenn man eine Charge Rifle oder irgendein anderes Sniper spielt, dann lieber so eine Flatline oder so eine Void als Zweitwaffe, die auch wirklich ein bisschen zuverlässiger auf Nahkampf sind. Wo man auch mal wirklich mit einem Magazin den Gegner downen kann. Oh, da hat er sich einen abgesnackt. Mit der Charge Rifle. Ich überlege gerade, ob wir nicht doch lieber den Fuse zugucken sollten. Das scheint levelmäßig ein bisschen höher zu sein, aber scheint jetzt auch nicht so der Vorgamer zu sein. Ich glaube, wir gucken dem Fuse zu. Auf jeden Fall Silber 2. Sollte sich, ja genau, ganz schnell das Schild holen. Jetzt macht auch die Zone ein bisschen Auge. Er spielt Peacekeeper und genau 301. Ja, okay. Ist wie gesagt eine gängige Kombi, die man spielen kann. Hat man ja schon mal den Newcastle.
Aber wie gesagt, wenn er sie nicht so gut beherrscht, dann sollte er sie wahrscheinlich lieber weglassen. Aber wir schauen mal. Ist halt vor allem auch in Ranked sehr wichtig, dass man Waffen spielt, die man kann. Das sollte ganz klar sein. Halt Waffen, mit denen man vertraut ist, mit denen man weiß, wie man spielen muss. Und niemals Waffen mal ausprobieren in Ranked, wenn man sie nicht beherrscht. Hier direkt die Ulti, okay, ja. Natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Ich weiß nicht, aber hätte sich halt in der Zone nicht die ganze Zeit mit Spritzen hochheilen müssen. Ich habe eben noch gesehen, er wollte sich erst ein Medikit geben. Hätte er ruhig warten können, bis er ein bisschen weniger Leben hat. Aber ich glaube, er ist da so ein bisschen übervorsichtig, würde ich mal sagen. Ja, und das sieht jetzt wirklich schlecht für ihn aus. Weil er sich eben die ganze Zeit mit Spritzen hochhält, braucht er halt ewig, bis er in der Zone ist. Deswegen hätte lieber warten sollen, bis er wirklich low ist, bis er bei. Ja, okay, und jetzt im Bett. Ja, okay. Aber er hätte wirklich warten sollen, bis er jetzt so bei dem Leben, was er jetzt ist, hat und dann Medikit. Genauso wie jetzt. Sollte das direkt machen müssen. Damit er nicht so extrem langsam ist und erst so spät in die Zone kommt. Er hätte schon längst bei den Mates sein können. Aber hier ist gerade eh gar nichts los. Wir schauen mal ganz kurz hier rein. Wieder mit der Charge-Schweife unterwegs, der Kollege. Oh, links von denen. Links von dir, Diggi. Hast du es beide nicht gehört? Ja, guck mal, da steht die Wave am Dings. Oh. Und jetzt gibt's eine Klatsche. Es gab mal eine kurze Schelle. Das haben sie natürlich komplett überhört. Wie auch immer. Haben wir nicht mal gehört, dass da gespawnt wurde. Anscheinend. Wer weiß, vielleicht gibt's auch Leute, die spielen ohne Headset Apex. Aber das war natürlich komplett lost von der Bangalore da zu landen. Okay, würde ich sagen, gucken wir mal wieder bei Fuse rein. Ah. Da so an die SIP zu gehen, ist natürlich extrem riskant. Und jetzt sollte er eigentlich nichts anderes machen, als sich irgendwo hinzusetzen in der Ecke und heilen. Da dann nochmal zu pieken. Auch ziemlich riskant. Keine Schilde ist natürlich dann bitter. Aber der Fuse ist wirklich ein guter Kandidat hier. Der wirklich auch gut in Silber reinpasst. Vielleicht nicht für immer Silber, aber viel höher als Gold oder Platin wird er, denke ich, jetzt mal nicht kommen. Also Gold schafft er auf jeden Fall noch. Aber Platin wird, denke ich mal, schon etwas schwieriger. Das wird dann die Challenge bestimmt für ihn. Aber das ist natürlich auch kein Problem. Muss natürlich auch Spieler geben, die nicht so gut ist, da gut sind. Darum geht's ja. Also darum soll es ja nicht gehen. Aber jetzt haben sie ein extremes Problem hier. Die warten da ganz eklig. Und der Fuse einmal in der Zone, zweimal in der Zone, also tot. Okay, dreimal. Ja, okay, das war's. Die Bangalore hat noch ein Heatschild immerhin. Aber das zögert den Tod wahrscheinlich auch nur heraus. Ja, der Fuse war leider mit allem so ein bisschen überfordert, hatte ich das Gefühl. Also da hat irgendwie nichts so richtig gepasst. Und ich würde jetzt nicht laufen, ohne die Spider zu killen vorher. Weil wenn das Heatschild weggeht, ist natürlich kritisch. Noch ein Heatschild vielleicht? Sehr schlecht aus. Ja, okay, das ist aber, muss man sagen, das ist auch enorm eklig, was sie da vorne machen. Aber klar, das sind halt Easy Kills für die Jungs hier, ne? Können wir mal reinschauen, was. Ja, würde ich sagen, können wir wieder den Fuse hier zugucken. Denke ich auch nach einem guten Kandidaten aus. Und da vorne geht jetzt auch ordentlich zur Sache. Oh, Charge-Reife mit 4x8er Scope. Das würde ich by the way nicht empfehlen. Weil durch diesen Laser ist das alles so ein bisschen schwierig. Und mit diesem 4x8er Visier oder 6er Visier bist du halt so extrem präzise. Und um so schöne 90er Hits zu machen, musst halt alles vom Laser treffen. Und das schaffst du mit so einem 3er oder 2x 4er Scope oder einem 2er Scope deutlich besser als mit so einem 4x8er oder 6er.
Für extrem hohe Ranges ist es natürlich gut mit einem 4x8er. Aber auch da wäre ich eher für einen 3er oder 2x4er. Aber das Problem beim Fuse hier ist jetzt auf jeden Fall, dass er nicht bei seinen Teammates ist. Das steht fest. Er ist da irgendwie komplett rechts außen. Wieso auch immer, um mit der Charge Rifle abzufarmen, weiß ich nicht. Das ist natürlich nicht so cool. Vor allem, weil beim. Ja, okay, die Teammates scheinen jetzt wieder safe zu sein, aber eben waren da noch Gegner auf jeden Fall. Kann sein, dass sie das da jetzt sind. Die im Bunker sind. Denke ich mal. Aber ja, dieses Splitten in Ranked ist immer schwierig. Man sollte niemals, so wie er jetzt hier, eine komplett anderen Weg einschlagen wie seine Teammates. Das ist immer das Schlechteste, was du machen kannst in Ranked. Und sie sollten lieber gucken, dass sie mal in die Zone kommen da. Nicht so lange warten und dann noch ewig looten, das ist nicht gut. Und jetzt stoppt der Fuse wahrscheinlich. Ja, er ist tot. Das war... Ich weiß nicht wieso, aber die haben auf jeden Fall viel zu lange gewartet. Ich weiß nicht, was da jetzt lag. Das sieht wirklich schlecht aus. Gut, das kam halt einfach davon, dass sie einfach zu lange gewartet haben. Keine Ahnung wieso. Bangalore kriegen sie sicherlich noch. Ja. Immer gucken. Auf jeden Fall immer gucken, dass man früh genug in die Zone kommt. Und nicht so eine Sache machen wie die Jungs hier. Man hat es ja gleich gesehen, was dann passieren kann. Vor allem in der vierten Zone. Da macht die Zone halt keine Späße mehr. So in der ersten oder zweiten Zone, okay. Da ist das noch nicht ganz so schlimm. Aber dritte, vierte und alles, was danach kommt. Immer gucken, dass man direkt auf Posi spielt. Auch jetzt sollten sich die Jungs schon mal umschauen. Falls sie überhaupt in die Zone kommen, wo sie sich dann platzieren. Sie warten jetzt halt die Zeit ab, warten bis die Zone losgeht. Aber das ist auf jeden Fall nicht sonderlich gut. Vor allem die Wave hat ein Portal. Die Wave sollte ihr Portal von da aus starten. Und irgendwo da in der Zone platzieren, wo es sicher ist. Ob sie das Portal am Ende dann auch nochmal nehmen können, beziehungsweise ob sie an der Stelle bleiben können, wird sich zeigen, aber... So können sie schon mal sicher gehen. Beziehungsweise sich eine sichere Variante erspielen. Wie sie vielleicht sicher in die Zone kommen könnten. Wo sie in der nächsten Zone verweilen könnten. Dafür soll das Wave-Portal da sein. Um sich eine bessere Posi zu holen. Um zu rotieren. Für solche Sachen. Aber manchmal geht es eben auch ohne, ne? Sieht man ja jetzt hier jetzt wieder. Aber dennoch wäre es auf jeden Fall am besten gewesen, hätten sie das Portal. Hätte die Wave das Portal vorgezogen. Ah, okay, jetzt ist es ein... 1 gegen 1, also ein Team noch. Da hätten sie gerade natürlich auch ein bisschen mehr machen können. Als die beiden Teams gefightet haben, schon mal direkt ein bisschen mitmischen vielleicht. Vielleicht den einen oder anderen Kill dann noch absnacken. Oder vielleicht dadurch auch einen Win bekommen, war jetzt halt nur ein Solo. Von daher ging es relativ schnell. Und gab dann eh nicht viel abzusnacken. Aber wenn das jetzt so ein 3 gegen 3 Kampf gewesen wäre, oder 2 gegen 2, dann hätte das schon ein bisschen anders ausgesehen. Die Watson, ja, die haben da auch eine sehr gute Posi eigentlich. Also die Watson, ich weiß nicht, ob sie ihre Ulti hat. Wenn nicht, ist natürlich schwierig, weil sie hätte dann halt Ulti-Beschleuniger mitnehmen sollen, vielleicht ein paar mehr. Watson Ulti-Beschleuniger, immer nice. Aber jedenfalls hätte sie da schon schön die Ulti platzieren können. Aber keine Ahnung, vielleicht hat sie sie einfach noch nicht. Gehe ich mal von aus jetzt. Zäune hätte sie auch schon mehr platzieren können auf jeden Fall, damit die vielleicht da komplett links irgendwo... Linke Seite, rechte Seite, dass sie nicht von außen so schön reinpushen können, die Gegner. Dass sie damit ein bisschen Probleme haben. Machen die Rampage zum richtigen Zeitpunkt aufgeladen. Da jetzt pushen, ja okay. Sind noch mal ein bisschen Glück gehabt, dass da jetzt nicht irgendwie wer von rechts oder so auf sie geaimt hat. Hätte schief gehen können, der Push. Aber am Ende war es doch noch gut.
Schauen wir mal, ob das die beiden hier noch holen können. Das sind anscheinend auch nur, ist anscheinend nur noch die Lauber, oder? Ja, dann war's das wohl, ja. Haben's doch noch geschafft, du. Aber wie gesagt, sind halt auch nur Silber-Lobbys. Da muss man nicht alles richtig machen und kann trotzdem gewinnen, so. Ist halt so. Aber ja, ich würde sagen, das waren die letzten Kandidaten jetzt. Es war auf jeden Fall interessant. Es gab hier bei den ganzen Kollegen in Silber schon noch einiges zu sagen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr hier auch was mitnehmen konntet. Vielleicht irgendwelche Leute unter euch, die noch nicht ganz so gut sind. Vielleicht auch noch Silber- oder Goldspieler oder vielleicht auch Platinspieler, die hier vielleicht ein bisschen was mitnehmen konnten. Wenn nicht, hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und wenn ihr Bock habt, dass ich das Ganze hier mal öfter mache, dann lasst es mich auf jeden Fall mit einer Bewertung wissen und schreibt mir vor allem mal in die Kommentare, auf welchen Rang ich als nächstes reagieren soll. Ich denke aber mal, dass Gold oder Platin sich als nächstes am besten eignen würde. Ich könnte natürlich auch auf Dia reagieren oder weiß ich nicht, Bronze oder so, aber das macht dann irgendwann auch keinen Sinn mehr, weil in Dia sind die Spieler halt sowieso schon relativ gut. Ich meine, ein paar Sachen gäbe es da sicherlich trotzdem noch zu sagen zu irgendwelchen Spielern, die, weiß nicht, Dia 4 stuck sind oder so. Aber auch in Bronze, da werden wir keine Spieler finden, die wirklich hardstuck in Bronze sind. Und deswegen macht das, denke ich, eher weniger Sinn. Aber gut, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.